zusammen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Vorab möchte ich sagen, wir sind dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese Erfahrung mit euch teilen dürfen und wir hoffen, dass wir so mit euch ermutigen können. Und es ist einfach erstaunlich zu sehen, wie sehr einfach Gott diesen Einsatz vorbereitet hat, bevor wir überhaupt da waren. Ich möchte euch eine Situation erzählen, das war am letzten Tag, schon zum Ende hin. Und das war jetzt so die vorletzte Musiksession. Haben die Lieder durchgespielt, gesungen. Da kamen die Messages von Tobi oder von Jimmy. Und ja, sind wir auf die Leute ausgeschwärmt, haben mit denen Gespräche begonnen. Und im Durchschnitt hat man halt so 1 bis 2 Gespräche und kann halt auch noch die Bibel verteilen. Und dann habe ich halt noch einen Mann gesehen, der war halt abseits. Und ja, sah nachträglich aus. Bin zu ihm hingegangen, habe ihn angesprochen. Und wir hatten direkt so einen richtig engen Draht zueinander, haben uns einfach die ganze Zeit gefreut, angelächelt und gelacht. Und er hat mir dann direkt versucht, was zu erzählen. Und zwar, dass er einen Traum hatte. Und da war ja auch die Sprachbarriere war auch vorhanden. Er konnte nur gebrochenes Englisch, aber es war nicht ganz so schlimm. Er erzählt mir ganz viel von einem Traum und sagt meinen Namen. Und dann habe ich das so verstanden, komme ich jetzt in seinem Traum vor oder was? Sowas habe ich auch noch nie erlebt und ich bin froh, dass Gott einfach diese Wege nutzt, dass er uns als Werkzeuge benutzt. Und der Missionar vor Ort, der kann Russisch und Türkisch, der kam dann zurück vorbei, dann konnte ich ihn fragen, ist das wirklich so, dass ich in seinem Traum vorkam oder was? Kannst du ihn bitte nochmal ausführlich fragen? Und dann hat das ihnen alles erklärt, und zwar, dass er 3 Tage nicht schlafen konnte. Er hatte 3 Nächte lang immer denselben Traum. Und zwar, dass Jesus in seinem Traum vorkam und neben ihm standen 3 andere Männer, die er nicht kannte. Und Jesus hat gesagt, einer von diesen Männern, der wird auf dich zukommen und dich ansprechen. Er kommt von dieser Musikgruppe hier in Istanbul. Und ich war einer von diesen Männern, die anderen 2 hatte man nicht getroffen. Und ja, es ist einfach nur heftig zu sehen, wie Gott einfach die Wege führt. Vor allem, weil der Bruder von der Nina, der hat noch davor vor dem Einsatz gebetet, dass genau sowas passiert, so eine Traumbegegnung. Dass einfach Gott ja, Gebete hört und die Sachen nutzt. Und der Missionar hat das auch erzählt, im Nachhinein genau dieselbe. So genau dieselben Tools wurden bei einer anderen Person benutzt, auch 3 Menschen neben Jesus, die er noch begegnen wird. Und ja, wir hatten halt natürlich weitere, da sind wir darauf weiter eingegangen, haben uns mit dem intensiv unterhalten. Man muss auch bedenken, dass er Moslem ist und sein ganzes Leben lang dadurch geprägt ist. Und für ihn war es dennoch schwer zu erkennen, dass Jesus der einzige Retter ist. Im Islam ist ja einfach mal ein Prophet. Und wir haben weiter mit ihm geredet und da kam der Jim noch vorbei. Wir haben auch dann schon mittlerweile die Worte gefehlt, aber das war eigentlich wirklich so wie hier von Gott einfach die gegebenen Worte für ihn, dass er dieses Zeichen nicht einfach so in den Wind schlagen soll, sondern dass er diesen Aufruf von Gott, dass er den nicht ignorieren darf. Und ja, der Missionar konnte ihn noch ausführlich mit ihm unterhalten, über alles reden, über all seine Fragen. Und er meinte, dass er auch am nächsten Tag zur Kirche kommen möchte und sich das auch alles genauer anhören möchte. Ist aber leider nicht gekommen, wie sich nachher herausgestellt hat. Ich denke, er muss dann auch die anderen Leute treffen. Und ich glaube einfach, dass Gott einfach immer weiter an seinem Herzen klopft, immer weiter anfragt. Und am Anfang hat er gesagt, er war wirklich auch von der Musik erstaunt, die wir einfach den Lobpreis, den wir gemacht haben. Und es ist einfach nur heftig, weil wenn wir einfach so die Bibel verteilen an ihren Ständen, dann werden die meistens ignoriert, die Missionare, da passiert jetzt nicht so viel. Aber durch die Musik werden einfach diese Türen geöffnet, die sie selber mit voller Kraft zuhalten. Ne? Und die Ausstrahlung und die Liebe, die einfach dadurch zur Geltung kommt, öffnet einfach neue Wege. Ich möchte einfach noch dazu aufrufen, dass der Same, der gestreut wurde, dass er nicht auf den harten Boden fällt, sondern dass er fruchtet. Und ja, wenn wir die Bibel
grünen Parteien, dass er nicht einfach nur kurz aufgeht und dann war's das, sondern dass diese Leute wirklich weiter danach suchen und in diese Gemeinde vor Ort gehen, um errettet zu werden. Gott sei die Ehre.